Hi, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu Landeskauf von. Was hat er jetzt gemacht? Ah, alles gut. Big Wave TV. Ja, heute ist es ja wieder soweit. Dieses große Abnehmen aus bei dafür. Entschuldigung, das kommt ein bisschen später als geplant. Denn es ist jetzt schon 19 Uhr durch. Ich denke mal, vor 20, 21 Uhr wird das Video nicht online gehen heute. An diversen Gründen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ansonsten, ja, ist heute Montag. Ich gebe dann zum Schluss bekannt heute, was das Gewicht ist. Das ist das Gewicht, werde ich auch gleich für den Anfang des Battles von Heizen mir nehmen. Wie ihr wisst, wollten wir es heute auch bekannt geben. Er hat gestern schon ein Video rausgehauen, was ich jetzt mit euch gemeinsam anschauen werde, um auch darauf einzugehen, dass wir gemeinsam da nochmal schauen, oder ich nochmal was dazu sagen kann, falls noch Fragen sind und so. Ihr wisst, was ich meine. Da gehen wir gleich drauf ein, auf das Video. Erstmal danke dafür, mein Guter. Und dann geben wir heute quasi bekannt, wie das jetzt ablaufen wird, das Battle. Und es wird jetzt auch immer so sein, denke ich mal, dass Sonntag halt sein Video rausbringt für Gewicht und ich immer auf Montag mit drauf reagiere. Aber da können wir gleich noch drauf eingehen, dass, falls ich jetzt falsch liege, werden wir es ja auch gleich sehen. Aber ich denke, so sind wir verblieben. Ja, da ist er, der Gute. Schon lächelnd. Er kommt schon lächelnd entgegen. Guten Morgen. Es ist endlich wieder soweit. Morgen wird die Uhr umgestellt. Bis zum 25. Oktober gilt dann die Sommerzeit. Viele schimpfen ja wegen der Zeitumstellung. Ich glaube, das liegt nur daran, dass die Nacht eine Stunde kürzer wird und dadurch früher Montag ist. Und wer mag schon den Montag? Dabei bringt die Umstellung der Uhr doch auch etwas Positives mit sich. Endlich gehen die Uhren am Backofen, an der Mikrowelle und im Auto wieder richtig. Du bist eine Granate, Junge. Du bist schon manchmal eine Granate. Achso, bevor ich vergesse, das Video ist natürlich unten mit in der Videobeschreibung und sein Kanal auch. Also ganz wichtig, draufschauen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Seid mir gegrüßt. Ihr habt die Dame gehört. Eure Autouhren gehen bald wieder richtig. Für mich sehr blöd, weil ich stelle sie schön brav jedes Mal um. So. Ja, the battle wird nicht stattfinden. Das hat folgenden Grund. Zunächst einmal, nein, ich habe kein Corona. Es wurde in der Vergangenheit öfters jetzt mal die Stimme laute, da ich krankgeschrieben bin. Ich habe eine Erkältung. Nur eine einfache Erkältung. Oh. Aber da wurde jetzt öfters drüber debattiert, ob das nicht doch Corona sein könnte. Nein, das ist keine Grippe, eine Erkältung. Also, wenn jetzt ab und zu mal geschnitten ist, dann liegt das daran, weil ich doch noch etwas huste. Das ist aber bei weitem nicht mehr das wie vor einer Woche. Der eine oder andere hat das von euch mitbekommen, da war ich unter Schmerzen am Husten. Ja, habe ich mitbekommen. Wir haben sehr viel geschrieben miteinander und also Voice mir jetzt geschickt, ja. Aber er klingt wirklich schon viel besser. Und von mir aus nochmal schon eine gute Besserung an dir, mein Guter. Denn, ja, das ist wichtig, aber es klingt schon wesentlich besser. Und du, Corona kriegt uns nicht unter. Das lassen wir nicht zu. Wir lassen Corona gar nicht erst rein. Ne? Für jeden. Also wir brauchen das nicht. Ja. Und auch jeden die Daumen drücken, dass er das nicht bekommt. Auch Erkältung ist schon doof, das ist richtig. Aber lieber eine Erkältung als Grippe. Na? Es ist wirklich, ich habe keinen Schnupfen dabei gehabt. Ich habe keine Kopf- und Gliederschmerzen dabei gehabt. Es war wirklich nur dieser penetrante Husten, der mich nachts auch nicht schlafen ließ. Dementsprechend war ich außer Gefecht. Oh, ich sehe gerade das Mikrofon, aber es dürfte jetzt gehen. Ja, also wenn hier zwischendurch geschnitten wird, dann tue ich meine Hüsterchen rausschneiden. So, wo wir direkt beim Thema wären, Corona und The Battle. Der René vom Kanal Big Wave TV und ich, wir haben länger jetzt drüber nachgedacht, was wir machen. Wir wollten ja eigentlich nächsten Monat dieses Battle machen, aber aufgrund von Kontaktverboten und es stand auch noch nicht ganz klar, oder steht es für mich auch noch nicht, ob es nicht auch noch eine Ausgangssperre geben wird. Da haben wir uns gedacht, wir warten erst noch mit unserem Battle, auch wenn wir uns tierisch drauf gefreut haben.
Also wir haben hier echt abends stundenlang noch die Einzelheiten ausklamüsert. Ich habe auch schriftlich was verfasst, was dann demnächst mit in die Infobox bei mir zumindest kommen wird. René, ich weiß nicht, ob du das genauso handhaben willst. Aber ich habe das auch noch mal schön gemacht. Nur zur Info an dich. Und ja. Ja, also kommt bei mir auch in die Infobox mit rein. Auf jeden Fall, denn es ist wichtig, dass wir wissen. Ja, aber lass uns erst mal weiter ausreden. So. Ja, wir haben dann halt jetzt hin und her überlegt, was machen wir, was machen wir nicht. The Battle haben wir jetzt unter schweren Herzens erstmal einen Monat verschoben. Das heißt nicht April, sondern Mai wird The Battle stattfinden. Wir haben uns aber nichtsdestotrotz gedacht, dass wir dann jetzt aber trotzdem, weil ist ja auch blöd für euch, ne? Wir haben es angekündigt. Und dann sowas. Ich meine, gut, ne? Unverhofft kommt oft. Und gegen höhere Gewalt sind auch wir nicht gefeilt. Deswegen haben wir uns gesagt, wir machen nächsten Monat trotzdem eine Art Battle nicht, aber wir tun eine Gewichtsabnahme schon mal vergleichen. So habe ich es, glaube ich, gut ausgedrückt. Das heißt, ich werde nächsten Monat auch mein Videointervall wieder auf wöchentlich setzen. Dann aber wieder weiterhin sonntags. Der René macht das übrigens auf dem Kanal Big Wave TV. Ich erwähne es nochmal. Montags ist bei ihm das große Wiegen, wo er dann eigentlich immer so das Gewicht von der Vorwoche mit vergleicht. So, ich werde das sonntags machen und werde dann auch, gucken, was man so gewichttechnisch jetzt schon mal erreichen kann. Ne? Ich werde natürlich in der Zeit auch Fahrrad fahren, weil ich auch zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre. Nur der René wollte auch gerne mit dem Jan zusammen mehr fahren. Und ne, aufgrund vom Kontaktverbot, ich meine, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, man darf es ja, aber wir wollen da nichts riskieren. Egal wie da die Meinungen der einzelnen Personen aussehen, ne, gibt es auch die tollsten Spekulationen, auch von meiner Seite aus, aber das gehört ja nicht hin. So. Also, im Mai wird gebettelt und dann werden wir auch noch einen Monat Nachlauf machen, denke ich, um zu gucken, wer hält denn auch das Gewicht. Ne, bringt ja nichts abzunehmen und damit dazuzunehmen. Das haben wir uns so überlegt, also ihr dürft euch freuen, jetzt kommenden Monat machen wir einen Gewichtsvergleich. Und dann im Mai werden wir The Battle. Ja, in der Zwischenzeit, es wird Touren geben. Ihr seht es hoffentlich im Hintergrund, das Wetter ist bombastisch. Soll zwar nächste Woche wieder schlechter werden, aber ich werde definitiv jetzt Touren ansetzen, weil noch ist der Sport draußen nicht verboten. Meine Erkältung ist auch fast weg. So, wir lassen es mal so stehen. Das Wichtigste ist gesagt und ich werde auch, soweit es machbar ist, Wettertechnik-Touren machen. Das Wichtigste hat er gesagt, das stimmt, also wir werden Gewichtsvergleich Battle quasi machen. Da planen wir ja eigentlich der, dass wir nicht nur Gewichtsvergleich machen, sondern auch mit gesundem Essen und Fahrradtour mit reinnehmen. Das müssen wir leider abspecken, weil wir ja nicht wissen, wie es denn weitergeht. Wir wissen ja nicht, ob man, dürfen wir dann noch raus, dürfen wir nicht. Und bevor das alles so unsicher und schwammig ist, haben wir halt für uns entschieden, wir machen zwar ein kleines Battle-Gewichtsvergleich, das ist ja auch das eigentlich das Ziel von uns, was wir haben wollen, wir beide, so ein kleines Battle. Das Hauptbattle wird dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, wir müssen natürlich mal hoffen, dass es gut läuft, dass bis dahin alles wieder möglich ist, soweit, im Mai stattfinden, das heißt mit Radtouren, also wer die meisten Fahrrad, wer die meisten Touren fährt, sporttechnisch und. Da kommen noch die Einzelheiten alle noch darauf zu, was wollten wir eigentlich heute bekannt geben, aber... Ja, ihr seht es da selber. Es ist traurig und wir haben halt gedacht, bevor wir überhaupt nichts machen, was doof wäre, machen wir wenigstens schon mal einen Gewichtsvergleich. Und dann fangen wir halt langsam an, machen dann den Hauptkampf, sag ich mal, im Mai. Und dann im Juni halt noch zu gucken, wer das Gewicht am besten in den Monat hält. Ist auch ganz wichtig. So sind wir verblieben erstmal. Und ja, die ganzen anderen kleinen Einheiten, also es kommt, was wir uns überlegt haben, ist wirklich mit Sporttechnik reinnehmen. Es muss nicht auf dem Gerät sein, es muss auch nichts so groß sein. Hauptsache Sport, Bewegung, gesünderes Essen, also jetzt nicht so extrem gesundes Essen, sondern wirklich, was ist definitiv? Also, was ist gesund, was ist nicht gesund, das wissen wir alle. So ganz auseinander gefützelt haben wir es jetzt nicht, weil da wollen wir nicht klar, aber halt, ja, die Details kommen aber dann noch genau mit rein.
Und da kommt auch noch die Punktetabelle mit rein, denn es geht um Punkte, was eben halt diesen Monat noch nicht ist. Diesen Monat ist wirklich erstmal nur, wer das meiste Gewicht verliert in diesem Monat. Ja, das ist so das Ziel. Und dann wollen wir uns die Daumen drücken, dass wir dann im Mai ordentlich durchbetteln können. So, meine lieben Leute, das dazu. Wenn ihr das Video weiterschauen wollt, dürft ihr das gerne machen. Da, wie gesagt, ist das Video unter Karls unten mit verlinkt. Und dann kommen wir mal jetzt zum eigentlichen Thema. Das habe ich mich natürlich wieder nicht groß gemacht. Ich quatsche mich hier, Wolf. Ja. Manchmal auch ein Schelmer. Gut, habt ihr Heinz übrigens noch gesehen. Ist okay. Das schaue ich mir gleich weiter zu Ende an. Und damit ist das Wichtige gesagt. Und dann kommen wir jetzt zu dem heutigen Thema, was ja immer montags so ist. Bei mir auf dem Kanal, wie ihr wisst. Und zwar haben wir letzte Woche Montag gehabt, 123,5, da haben wir ja 100 Gramm wieder zugenommen gehabt, was ja an sich nicht viel ist. Mal schauen, was diese Woche passiert ist. Und jetzt muss ich selber mal schauen, welches das ist. Hey, was hat er denn jetzt gemacht? Ach. Nee, wo ist es denn jetzt hin? Also wir hatten letzte Woche 123,5. Ja, wissen wir ja. Und davor hatten wir 123,4. Und jetzt haben wir genau 123,4 wieder. Ihr seht, es ist bei den 100 Gramm. Wir sind wieder kurz zu den 120. Und es hängt ein bisschen. Aber ich bin nichtsdestotrotz nicht traurig drum. Denn es ist schon mal gut, dass es nicht nach oben geht so extrem, wie es schon mal war. Ich bin erstmal zufrieden, wenn wir das halten. Und wichtig ist es ja, wichtig ist ja, dass nächste Woche das Gewicht wieder runtergeht. Da werden wir mal sehen, inwieweit das denn klappt. Ja, wir haben 100 Gramm abgenommen davon. Der BMI-Wert ist komplett gleich. Fett haben wir 0,2 sogar verloren. Da bin ich stolz drauf. Aber woher, ja, da ist natürlich immer so ein Hin und Her. Also 100% passt nie. Muskeln haben wir 0,1% gewonnen. Und Wasser auch 0,1%. Das ist natürlich immer so ein Richtwert. Dein 100% hinhauen tut das sowieso nicht. Aber es ist schon mal gut, dass es nicht nach oben gegangen ist. Ja, das zu diesem Thema, meine lieben Freunde. Ich freue mich dann schon auf nächsten Monat. Also ich werde jetzt 123,4 Kilogramm als Stichpunkt nehmen. Die bleiben, das heißt, ihr seht jetzt schon mal, ob oder ob nicht. Oh, Heizi, das ist mein Stichpunkt. Wie gesagt, am Sonntag zeigt Heizi das Video auf seinem Kanal. Da dürft ihr gerne drauf schauen. Ich werde dann immer bis Montag, also ich werde immer mit dem Montag dieses Video mit von Heizi gemeinsam mit euch anschauen. Warum? Einfach um zu gucken, um nicht diese Spannung rauszunehmen. Ich will dies, weil ich wiege mich immer aus Montag. Und ich möchte natürlich auch dann drauf gucken, alles klar, passt oder passt nicht. Und bevor ich, damit ich nicht mich, ja, das machen wir dann sofort. Wir machen es so, wir gucken uns mein Gewicht vorher an und dann reagieren wir auf Heizi sein Video. Zumindest was das Gewicht angeht, um zu gucken, ob was bisher überhaupt nicht passiert ist. Dann denke ich mal, ist es auch, ne, dann kann keiner sagen, ist oder nicht. Also dann ist so, wie es ist. Dann haben wir es so, wie es ist. Ja. Also wie gesagt, Sonntag auf Heizi dürft ihr gerne schauen. Ich schaue dann Montag das Gewicht von Heizi an, zeige vorher mein Gewicht und dann, ja. So ist der Plan, meine lieben Leute. Dann sage ich erstmal von heute war es. Ich schicke liebe Grüße raus an Heizi. Wie immer gilt Daumen spreizig mit Likes geizen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, teilt es lieber mit euren Freunden und schreibt mir in die Kommentare rein, was meint ihr, wer das meiste abnimmt in diesem Monat? Heizi oder ich? Oder vielleicht gibt es auch ein Stechen, man weiß es ja nicht. Schon mal so als kleinen Anreiz. Dann sage ich vielen, vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen. Hi, Ten. Bis denn und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, auf Wiedersehen. Also wer, ja, auf Wiedersehen. Jetzt aber wirklich. Tschüss.